Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits. Und heute reden wir über Jungle Cruise. Und Jungle Cruise ist bekanntermaßen, wenn ihr euch ein bisschen mit Disney Parks beschäftigt, eine Attraktion, die es in diversen Parks gibt. Eigentlich in allen Disneyländern außer Shanghai und Paris. Aber der Grund, warum ich darauf gekommen bin, dass wir jetzt mal darüber sprechen könnten, ist, ich habe vor kurzem einen Kinotrailer gesehen zu einem neuen Film, und zwar zu Disneys Jungle Cruise. Und das Ganze ist demnach sehr interessant, weil, ja, ihr kennt das von diversen Attraktionen. Es gibt halt irgendwelche coolen Filme und daraus gibt es dann irgendwie, werden daraus Attraktionen gemacht. Ne, wie von Cars, Monster AG oder auch die klassischen Märchensachen haben natürlich wie mit Schneewittchen, Pinocchio und so ihre eigenen Attraktionen bei Disney. Und was aber viel interessanter ist, das Ganze geht auch andersrum und es gibt Attraktionen, Disney-Attraktionen, die man sich einfach als Attraktion ausgedacht hat und die dann verfilmt werden oder Grundlage und Basis und Idee für einen Film liefern und das Ganze sogar richtig durch die Decke gehen kann. Und da ist das absolute Paradebeispiel und richtig cool, Pirates of the Caribbean oder wie man es in Deutschland kennt, Flucht der Karibik. Und da war es halt auch so, es gab erst diese Attraktion in diversen Disneyländern, Pirates of the Caribbean, und daraus hat man dann quasi die Filme gemacht. Und das ist ja inzwischen so erfolgreich gewesen, diese Filmreihe, dass man auch die Rides im Nachgang angepasst hat und zum Beispiel unter anderem auch Johnny Depp Animatronics dort eingebaut hat, die auch verdammt gut geworden sind, verdammt gut aussehen. Und deswegen dachte ich, ist es doch mal ganz interessant, über Jungle Cruise zu sprechen, vor allem, weil das vielleicht nicht unbedingt alle Leute, die jetzt hier zuhören, kennen, denn ihr bewegt euch ja überwiegend wahrscheinlich dann in Europa und im Disneyland Paris, wo es das Ganze nämlich nicht gibt. Und der Film basiert halt ein bisschen darauf, es geht in Amazonas oder über den Amazonas und die sind da auf der Suche nach quasi dem Baum des Lebens. Und die Boote im Film und das Boot im Film sieht halt auch sehr ähnlich, natürlich ein bisschen pompöser aus, wie die Boote in diesem Ride. Und Dwayne The Rock Johnson spielt da quasi die Hauptrolle. Und was aus dem Trailer ein bisschen hervorgeht, ist ja auch, dass das ein bisschen mit Humor alles gesehen wird. Und das ist auch so bei dem Ride Jungle Cruise in den Disneyländern, dass das sehr humoristisch alles gehalten ist und sehr lustig gemacht ist, denn diese Fahrt wird auch live individuell gehostet von einem Castmember. Dazu vielleicht später noch mal ein bisschen mehr. Jungle Cruise auf jeden Fall in den Disneyländern war das allererste Disneyland in Anaheim mit dem ersten Jungle Cruise 1955 schon. Und dann in Orlando, in der Walt Disney World, gibt es unter anderem ja den Freizeitpark Magic Kingdom. Und dort gibt es auch Jungle Cruise seit 1971. Und im Tokyo Disneyland seit 1983. Und der neueste Ride ist 2005 gebaut worden und eröffnet worden und befindet sich im Hongkong Disneyland, wo es eine kleine Unterscheidung noch gibt. Das Ganze heißt dort Jungle River Cruise und ist auch vom Streckenverlauf etwas anders als die anderen Jungle Cruise Rides und hat ein Finale mit dem Kampf zwischen Feuer- und Wasserelementen. Und das ist da so der große Unterschied. Ansonsten befindet sich Jungle Cruise natürlich überall im Adventureland. Und ja, diese britischen Entdeckerboote fahren übers Wasser an verschiedenen Audio-Animatronics vorbei. Verschiedene Szenen werden durchfahren. Und das Ganze wird dann halt live gehostet und ziemlich cool gemacht. Also es kommt natürlich immer auf den Castmember an, aber ist ganz nice meistens. Und ist zum Teil einfach nur so eine Standard-Floßfahrt an verschiedenen, echt schon fast Standard-Dschungel-Floßfahrt-Animatronics vorbei, was man halt auch aus ganz, ganz, ganz vielen anderen Parks kennt. Da habe ich schon ewig mal vor, euch mal verschiedene Parks zu zeigen, die quasi die gleichen Animatronics wie die gleichen Attraktionen benutzen. Aber dazu kommen dann natürlich ab und zu Special Effects,
Effects, die so Disney-typisch sind und auch schon was Besonderes. Ich habe natürlich jetzt, weil wir zuletzt in Hongkong im Disneyland waren, noch richtig auf dem Schirm, dass dann die Nilpferde, Flusspferde oder wie auch immer Mundgeruch hatten, also dass da so Smellpots drin waren, beziehungsweise so Duftstoffe rausgesprüht wurden, die halt ziemlich fies waren. Und das Finale mit den Special Effects war auch wieder was ganz Besonderes. Und dann dieses Live Hosting von den Castmembern mit den ganzen Gags. Ist grundlegend ist das gescriptet, also die Basis, und wird aber die ganze Zeit natürlich improvisiert und individuell gestaltet. Witzigerweise ist das auch gar nicht der grundlegende Plan gewesen, das so zu machen. Anfangs war es nämlich so, dass es alles sehr serious war und man den echten Dschungel zeigen wollte und den Leuten die Möglichkeit geben wollte, den echten Dschungel zu erleben, und das Ganze auch ernst moderiert hat und das eher so eine Bildungsfahrt war. Und erst seit 1962 wird da die Humorschiene gefahren, und das hat, glaube ich, meiner Meinung nach auf jeden Fall dem Ride sehr, sehr, sehr gut getan. Was dem Ride nicht gut getan hätte, was auch nicht gemacht wurde, was aber anfangs eine Idee war, statt diese Animatronics wollte man echte Tiere überall platzieren. Also das klingt jetzt irgendwie ein bisschen doof, aber das mit echten Tieren alles machen und gestalten. Es ist aber irgendjemand eingefallen, ja, okay, aber die meisten dieser Tiere schlafen tagsüber und sind nachtaktiv, ist etwas kontraproduktiv für so einen Ride. Und dann hat man das Ganze zum Glück, würde ich mal sagen, auch wieder verworfen. Dass diese Dschungel-Experience, dass das unfassbar gut gestaltet ist und richtig krass wirklich dieses Dschungel-Feeling bringt, du wirklich tief im Urwald gefühlt drin bist und das eigentlich gar nicht so gigantisch ist, aber einfach nur wieder gut gemacht, kennt man natürlich von Disney nicht anders. Witzig ist übrigens auch, dass das Wasser nicht dreckig ist. Das Wasser ist super sauber, wird aber extra eingefärbt. Das Ganze ist 1,5 Meter tief und wird eingefärbt, damit man zum einen natürlich das Fahrsystem und zum anderen auch die ganze Technik der Animatronics, die aus dem Wasser kommt, nicht sehen kann als Gast. Damit diese Illusion von Disney gewährleistet ist, und deswegen wird das Wasser eingefärbt, damit man das alles nicht sehen kann und die Technik der knapp 600 Meter langen Strecke auch im Verborgenen bleibt und halt dieses immersive Erlebnis hier gegeben ist. Und dann fragt man sich jetzt, okay, das klingt echt cool, warum gibt es das denn nicht in Paris, was soll denn der Quatsch? Ja, und es gibt so zwei Gründe dafür. Der eine ist halt, dass das Klima in Nordfrankreich halt einfach viel zu kalt ist für so ein Ride. Jetzt nicht, weil man nicht nass werden will, sondern weil der ganze Kram natürlich auch zufrieren könnte, und Disney Parks haben das ganze Jahr über eröffnet. Da gibt es auch zum Beispiel zur Weihnachtszeit wird aus Jingle Cruise, ziemlich coole Sache. Und dann hatte man auch noch die Befürchtung, dass das alles nichts Besonderes ist, also dieses Fahrgeschäft nichts Besonderes ist für den europäischen Markt oder für den französischen Markt, weil man hier aus anderen Freizeitparks solche Sachen schon kennt, nicht live gehostet. Das ist, glaube ich, dann auch nochmal so ein Problem mit den Franzosen und der Sprache und den internationalen Gästen. Aber dass man so Dschungelbootsfahrten kannte man hier schon, und das kennt ihr wahrscheinlich auch. Als ganz plumpes Beispiel, die Wikingerbootsfahrt im Phantasialand war jetzt auch nicht unbedingt was anderes, und es stand da auch die gleichen Animatronics. Der Europapark hat sowas zu bieten, ganz viele andere Parks natürlich auch. Das war dann auch so eine Befürchtung, wo man gesagt hat, na, dann lassen wir das hier lieber, das zieht die Leute, glaube ich, nicht so. Und als Ersatz war geplant, die Jungle Expedition zu bauen, und das Ganze hätte so ein Jeep Ride werden sollen. Und mit zur Eröffnung des Disneylands Paris eröffnen, und leider hat natürlich da das Geld gefehlt, und wer schon mal zum Beispiel in Anaheim war und Indiana Jones gefahren ist, oh mein Gott, das wäre so geil gewesen. Selbst Dinosaur in Orlando ist auch richtig, richtig gut, und so ein Ride in Paris, das wäre ein Traum gewesen, ist uns leider verwehrt geblieben. Und noch eine Besonderheit zu dem Jungle Cruise in Hongkong, die ich noch erwähnen wollte, weil ich jetzt gerade die Sprache erwähnt habe, ist, dass da auf jeden Fall verschiedene Sprachen ausgewählt werden können. Das bedeutet, ihr könnt das Ganze dort in Kantonesisch, Mandarin oder in Englisch erleben. Dafür gibt es verschiedene Warteschlangen, da steht es auch drüber, welche Sprache diese Warteschlange quasi bedient, und es ist scheinbar so, dass einige Leute ihre eigene Sprache, die sie verstehen, nicht kennen, und das hatten wir, als wir in Hongkong waren. Das könnt ihr euch jetzt kurz mal hier reinziehen, das ist unfassbar witzig. Johnny,
ne? Is your elder, not your daughter. Ja, und das war eigentlich soweit erstmal alles zu Jungle Cruise, was mir jetzt einfällt, was man dazu erzählen könnte. Der Film übrigens ist ursprünglich für 2007 geplant gewesen, dann gab es wohl viel hin und her und dann kam dann die Neuauflage mit The Rock und die Dreharbeiten sind dann im Frühjahr 2018 gestartet. Ja, und am 19. Oktober 2018 wurde dann der Release-Date vom 11. Oktober 2019, da war der eigentlich geplant, verschoben auf den 24. Juli 2020. Film ist mir eigentlich relativ egal, finde ich jetzt aber dann doch wieder ziemlich interessant, dadurch, dass ich den Ride kenne. Deswegen interessiert mich das ein bisschen, vor allem, weil man auch ein paar Sachen im Trailer schon irgendwie erkannt hat oder einen auf jeden Fall ein bisschen getriggert haben. Und ja, da wir jetzt eh alle zu Hause bleiben, können wir uns das vielleicht doch nicht im Kino angucken. Andererseits kommt jetzt auch bald Disney Plus, dann können wir uns das doch wieder angucken. Aber wir haben jetzt einfach mal endlich einen Grund gehabt, auch über Jungle Cruise hier mal auf dem Kanal zu sprechen. Was haltet ihr eigentlich von dieser Attraktion und findet ihr es schade, dass wir sowas nicht in Paris haben? Und wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren eigentlich, wie schlimm oder schlecht oder gut ist es mit Paris steht und dem Disneyland, dass da nicht immer alles so geil ist, das ist uns allen klar. Andererseits darf man aber auch nicht vergessen, dass jetzt viel gemacht werden sollte. Man weiß natürlich nicht, wie es jetzt wirtschaftlich weitergeht, aber es war ja jetzt viel und es hat ja jetzt angefangen, dass jetzt viel gebaut wird und ja, da können wir gerne drüber in den Kommentaren quatschen. Ich habe noch ganz viel Kram jetzt in der Zeit, wo ihr alle zu Hause bleiben müsst und nicht mehr euch mit Menschen treffen könnt, dass wir hier auf dem Kanal besprechen können, Ideen ohne Ende. Und ansonsten war es das jetzt erstmal von mir an dieser Stelle. Ich bin raus, ihr seid die Coolsten. Euer Bro fürs Ride Review Videomagazin. Peace. Welcome aboard the world famous Jungle Cruise. My name is Les Capable, I'll be your guide. As I'm driving backwards without looking where I'm going, let's just talk a little bit about safety. Please remain seated. Your hands, arms, feet, legs, facial hair inside the boat, and children, please watch your parents. Now we begin our tour here in the Lost River Delta of Adventureland. Our first stop is right through that. Oh, look, look. Wild animals.